Ach, ich wünsche mir, beim Multiplayer wäre das auch so einfach. Ja, wo ist... Versuch mitzuhalten! Mach ich auch. Der Kampfwagen gehört dir. Gib mir Deckung. Geh zur Brücke. Ich lenke sie ab. Valenti übernimmt euch ab hier. Extraktion direkt hinter der Brücke da. Sie sind uns immer noch auf den Fersen. Wir haben Sprengsätze in der Basis platziert, um unsere Extraktion zu tarnen. Wir zünden sie hinter uns. Niemand folgt uns. Die Wagen versperren uns den Weg zur Extraktion. Nageln Sie fest! Wo ist denn hergespawnt? Auf der Brücke! Was ist der Plan? Ah, Mist! Plan B! Brücke sprengen! Geht zur sekundären Extraktion! Taylor, Primärextraktion ist gefährdet. Weiter zur sekundären. Verstanden. Treffen bei Hotel Tango. Wir benutzen die Transporter. Okay, dann nutzen wir halt die Transporter bei Hotel Tango. Verstanden. Greife auf die Elektrik des Gebäudes zu. Mach ich mal Munition? Viele Feinde im Kommunikationsraum. Ich lauf da hinterher, okay. Lichter aus! Was? Sollen wir jetzt im Dunkeln kämpfen? Sowas ähnliches. Sende die Taktikdaten an den Hut. Denk dran, sie haben keine Nachtsicht. Langsam vorgehen und eliminieren. Nutze das zu deinem Vorteil. Deaktiviere das Taktikbild. Okay. Auszeichnung Meister der Schatten bringt hinter mir auf und. Was jetzt? Das Video setzt uns fest! Ruhig, nicht schießen, er gehört mir. Taylor, Alpha-2-Team ist für die Extraktion zurück. Neu von mir! Es ist jetzt einfacher, was, Taylor? Extraktion beim Satellitenturm. Wir schnappen uns ein Fahrzeug und bringen euch zur Extraktion. Du hast mir nicht geantwortet. Feindkontakt! Los, die sekundäre Route ist da vorn. Ja, geht nur nach da oben. Habt ihr das gehört? Das bildest du dir ein, Maretti. Dein zuckender Finger steckt deine Ohren an. Hey, leck mich. Schnauze, ich höre es auch. Hör zu. Heilige Scheiße. Kontakt, Kontakt! NRC-Sturmroboter nähern sich. Ziemlich viele sogar. Wir müssen die Tür öffnen, jetzt. Geht durch Deckung! Wir kümmern uns um die Roboter. Alter. So. Taylor, wir sind sicher und können jetzt übernehmen. Du könntest die anderen, die Geiseln, befreien. Sie haben keine Priorität. Vielleicht nicht, aber es sind immer noch Menschen. Verdammt.
Oder hast du dich so verändert, dass du nicht mehr weißt, wie sich das anfühlt? Okay, Planänderung. Hendrix, dein Team bringt den Minister zur Extraktion. Wir gehen zurück und holen die Geiseln. Mehr Roboter. Ach, keine Sorge deswegen. Wir sind dafür ausgerüstet. Los, verschwindet hier! Wo gehe ich jetzt hin? Ich bin am Steuer. Geh ans Geschütz. Ans Geschütz? Voll auf die Nase geflogen. Keine Waffe, doch deine Waffe. Okay, unser Transport. Extraktionskapsel 1 unterwegs. Durchhalten da unten. Kapsel ausgeklinkt. Extraktionsluftraum nicht sicher. Drohne macht einen zweiten Überflug. NRC-Verstärkung kommt von links. Minister, sind Sie okay? Können Sie laufen? Bin okay. Bin okay. Bitte, bringen Sie mich nur hier raus. Machen. Durchhalten, hier stirbt niemand heute. Alter Schwede. Ist doch kein Quake hier. Mission abgeschlossen.
Auf Soldaten abgeschlossen, einfache Schwierigkeit, ein Fertigungskit, undercover. Third Adept Event, Blaupause, Blaupause, Fertigungskit, Second Adept Event, okay, Blaupause, gut. Noch Blaupause, Blaupause. Springspezialist, okay. Herausforderung abgeschlossen. Kuder Level 2, Kuder 2, 3, 4, 4. Auszeichnung geschafft, Auszeichnung geschafft. Feuernebel und Schattenmeister der Schatten. Pack, zweite Level. Dritte Level. 179 Abschüsse, 13.065 Punkte, Sammelstücke ein. Aber wenigstens ein Sammelstück. Okay. Anscheinend gibt es hier auch noch Missionserfolge, obwohl ihr mir beide Arme abschießen wollt und alles Mögliche, aber das geschieht jetzt wahrscheinlich. Ruhig. Entspann dich. Alles wird gut. Wir haben sie überlistet. Unsere Ziele erreicht. Der Mensch ist immer besser als die Maschine. Leider hattest du lebensgefährliche Verletzungen. Du bist stabil, hast aber einen langen Weg vor dir. Wer bist du? Ich bin's, Taylor. Wurde Zeit, dass du aufwachst, oder? Ja. Verschlüsselungsprotokoll. Soldat muss sich noch das Modell anpassen. Zürich Innenstadt. Endstation. Zürich Innenstadt. Noch da? Willkommen zurück. Und Taylor. Ja. Weißt du, was mit dir passiert? Träume ich etwa? Tja, könnte man sagen. Bleiben wir dabei. Dann kannst du immer noch aufwachen. Ja. 12. Dezember 2054, 7:30 Uhr. Wir sind in einem privaten Pendlerzug auf dem Weg ins Züricher Hauptquartier der Coalescence Corporation. Unsere Fracht. Ein Prototyp für die VA-Neurale Netzwerkinitiative. Im Kern eine KI-Software, die sich selbst umschreiben kann, um mit anderen Systemen auf der Welt zu interagieren. Okay. Das war damals richtig fortschrittlich. Sie sollte später eine ganze Reihe militärischer und ziviler Anwendungen revolutionieren. Das hätte sie zumindest, wenn der Zug sein Ziel erreicht hätte. Um 7.31 Uhr zündete eine Terroristengruppe im Zug einen Sprengsatz. Der Vorfall warf unser Robotikprogramm einige Jahre zurück. Ja. Du wirst sie aufhalten. Das ist nicht real. Das kann nicht sein. Was geschieht mit mir? Im Moment bist du in einem künstlichen Koma und wirst für die OP vorbereitet. Du hast neue Hardware in deinem Kopf. Sie nennt sich direktes Neuralinterface, DNI. Ich habe auch eins. So kann ich mit dir kommunizieren. Dein DNI verbindet deine Gedanken mit deinem neuen Körper und deiner Umgebung. Wir sind verbunden. Ja. All das ist eine Simulation in unseren Gedanken. Und du hast noch eine Menge vor dir. Und du hast gerade geschielt. Egal. Verlassenes Stahlwerk. 11. Dezember 2054. Raketen! 11.30 Uhr, 11. Dezember 2054. Die Züricher Sicherheitskräfte erhalten einen anonymen Hinweis zur Position eines Unterschlupfs der Terroristen. Leider haben die ZSK aber die Feuerkraft unterschätzt, die diese Arschlöcher dabei hatten. Sie wurden eiskalt erwischt und mussten viel einstecken. Das Ergebnis? Zug explodiert. Ja. Kennst du Dias noch? Glaube schon. Er wird dir das coole Zeug erklären, das du benutzen kannst. Hi. Kommunikation, Bruder. Wir müssen uns abstimmen. Yo, Taylor. Du bist ein Arschloch.
Er hat nichts gehört. Wenn ich mit dir reden will, nutzt das DNI immer einen sicheren Kanal. Ich muss nicht mal daran denken. Aber nur, dass du es weißt. Wenn du Taylor mal wirklich einen Arsch nennst, dann wird er dir mehr einheizen als diese Roboter. Okay. Also gut. Sehen wir mal, ob du das schaffst, ohne als Schweizer Käse zu enden, wie diese armen Bastarde. Okay, okay. Waffen scharf. Mach diese Arschlöcher fertig. Weg ist weg. Beschwer dich nicht. Irgendwie finde ich das jetzt nicht so. Ich dachte gerade, der Kumpel von uns wäre unser Feind. Okay, setze verbesserte Mobilität ein. Ist anfangs etwas ungewohnt, aber du wirst schon bald sicherer. Probier es selbst. Ich weiß sicher, dass du es schaffst. Wir müssen Feinde anlaufen. Leertaste während des Parallels. Nicht schlecht, Neuling. Ja, so was mach ich gerne. Modus werden herannahende Gefahren wie Raketen und Granaten hervorgerufen. Siehst du es rot blinken? Dann lauf. Schön, wie du in den Schuss gerannt bist. Ja, das ist doch mal schön, dass ich sehe, wo die Feinde sind. Der
taktische Modus ist im ganzen Team synchron. Wenn einer von uns etwas sieht, sehen wir es alle. Auch wenn Deckung im Weg ist. Patisch. Rücke weiter vor. Nein, da stand einer neben mir, das habe ich nicht gesehen.